Markenfullies, das heißt vollgefederte Fahrräder unter 5.000 Euro, das ist ja schon schlimm, dass man sagen muss, unter 5.000, das war mal unter 4.000 mal vor 2, 3 Jahren. Da war es auch mal zeitweise unter 3.000, das ist aber schon lange her. Ich denke, wenn man Markenkomponenten nimmt, hier hat man wirklich eine recht gute Ausstattung, wobei jetzt wieder viele schimpfen und sagen, wieso ist denn das nicht dabei und das nicht dabei? Aber oft muss man auch sagen, die Hersteller haben sich auch stark in bestimmte Richtungen verbessert. Also das spezielle Gabeln, die es für den E-Bike-Bereich jetzt gibt, die gab es früher gar nicht, die kriegen neue Namen und so weiter. Dann natürlich auch die Massenfertigung. RockShox ist schon mit Fox an der Spitze. Ja, definitiv. Also, ob jetzt RockShox oder Fox an der Spitze, ist immer so ein bisschen Glaubensfrage noch. Aber die beiden teilen sich auf jeden Fall den ersten Platz. Da steht es auch, EMTB, das heißt, die ganze Ausführung ist zertifiziert für E-Bikes. Warum braucht man denn für E-Bikes eine eigene Zertifizierung? Ja, du hast halt ein großes Gewicht einfach, ne? Also auch heutzutage, wo sie immer leichter werden, hast du immer noch einen Schnitt, sowas um die 25 Kilo. Und da brauchst du halt auch Elemente, die das Ganze aushalten. Da sieht man ein schönes Detail. Das ist die Schaltung, eine Shimano Deore. Da gibt es noch ein kompatibles Schwesterglied, nämlich die XT. Die sind untereinander sogar ähnlich. Genau, die sind relativ kompatibel zueinander. Hier haben wir jetzt die Deore 10-Gang verbaut. In der Linkglide-Ausführung, relativ neuer Standard bei Shimano, Linkglide schaltet ein bisschen sanfter. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht das, ja, die reine Sportschaltung, sondern wirklich was, das sich auch sehr komfortabel fährt. Ja, das Ganze ist ja richtige Atomphysik, muss man sagen, wie die da so hoch klettern, die Ketten und so weiter. Da kann man Fehler machen bei der Montage und dann geht das nicht mehr so gut. Da kann man definitiv Fehler machen bei der Montage. Und da ist es halt auch wirklich ja, eine Geschmacksfrage, welche Kassette man lieber fährt. Ob es lieber runterkrachen soll, viele stört das eben, oder ob es halt schön sanft runtergehen soll, wie jetzt beispielsweise bei der Kassette. Es gibt viele Pflegetipps für Ketten. Das heißt also gerade solche Schaltungen, dicker Motor dahinter. Was ist für ein Motor drin jetzt hier? Da haben wir den PWX2 verbaut, also es ist schon einige Zugkraft dahinter von Yamaha. So, dann Kettenpflege. Du sagst also, Öl zum Beispiel ist gar nicht so schlecht für Ketten. Ja, also Öl ist gar nicht so schlecht und auch wenn gelegentlich mal der ganze Sand raus ja, gespült wird, ist nicht verkehrt. Also das lohnt sich Wie schon mal. läuft das so auf? Also wenn es wirklich mal nötig ist und die Kette richtig verschmutzt ist, dann sollte man sie einmal ordentlich entfetten und dann halt auch wirklich mit den ganzen Schmutzresten reinigen und dann neu abfetten, sobald der Entfetter verdampft ist. Für den alltäglichen Gebrauch reicht es einfach mal, einen Lappen herzunehmen, um mit Öl ein bisschen zu reinigen. Mit Öl, das heißt also, es ist aber so, man sollte da spezielles Fahrradöl nehmen, also das Motorrad- oder Autoöl oder was auch immer geht nicht. Es gibt spezielles Fahrradöl und das eignet sich wirklich am besten. Also da kann man wirklich viel falsch machen, denn das Thema ist natürlich Kettenverschleiß, Ritzel und so weiter. Viele machen auch den Fehler, sie schalten nicht. Das ist bei so einem Motor natürlich auch, es verleitet dazu, einfach mal auf der Straße den kleinsten Gang reinzumachen, vom Ritzeldurchmesser her und die Kuh einfach fliegen zu lassen. Da geht am meisten kaputt, oder? Ja klar, das ist natürlich nicht optimal, so ein Schaltverhalten, wo man wirklich nur sehr wenige Gänge benutzt. Man sollte halt schon die Bandbreite irgendwie versuchen, ein bisschen auszunutzen, gerade beim Anfahren. Aber wenn man es nicht möchte, es sei einem gegönnt, ist es dann halt nur öfter mal die Kassette und Kette fällig. Öfter bedeutet, je nachdem, reden wir da schon mal über 1000 Kilometer, wo die fertig ist, ja. Ja, dann schalte ich wirklich fast gar nicht oder sehr ja, unpassend. Aber so irgendwann zwischen 1000 und 2000 sind sie häufig durch, ja. Ja, Yamaha, ich habe ganz viele Yamaha-Motoren selbst im Einsatz. Was mir immer auffällt, ist, die Akkus gehen nicht kaputt. Also selbst egal, wie man sie lagert, ich habe keine Ahnung, wie Yamaha das macht, sie gehen am nächsten Jahr noch. Also es war noch nie ein defekter Akku. Habt ihr viele defekte Akkus eigentlich? Ich überlege gerade, ob ich von einem Fall wüsste, wo ein Yamaha-Akku defekt ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Weil das ist so, ich habe ja viele Akkus, da wird dann gesagt 70% Lagerung und die dann wirklich gut einlagern. Das ist mir bei Yamaha noch nie passiert. Ich habe auch noch nie ein Software-Update gemacht. Es gibt Software-Updates für Yamaha. Die gibt es tatsächlich nur, wenn es einen akuten Fehler gibt, also so im Rahmen vom Rückruf zum Beispiel. Ansonsten ist das Ding tatsächlich ohne Updates immer fahrbereit. Plug and Play, also sehr unkompliziert. Der Motor ist auch sehr leise, also es kommt auch noch mit hinzu. Also den
PWX2 hörst du im Zweifel fast gar nicht. Oder? Ja, ist wirklich sehr leise. Also es ist ein Unterschied zu Bosch. Da gibt es ja so ein bisschen Glaubensfrage, was mag man mehr? Der Bosch zum Beispiel ist ein Stück lauter, hat ein anderes Anspruchsverhalten. Da lohnt es sich einfach mal auszutesten, was einem am besten gefällt. Ja, Continental ist jetzt dick im Reifenmarkt drin. Die kommen jetzt alle, die haben gemerkt, okay, Schwalbe, wir wollen das Feld nicht überlassen. Trail King, das, mit was ist das vergleichbar bei Schwalbe? Ja, das kannst du mit so einem Hans Dampf oder Schnobby Nick vergleichen. Das ist ein Reifen, der hat einen leichten Mittelsteg hier, aber schon die Tendenz eher, dass der hier sehr verblockte freie Stellen hat und auch hier die Schulterstollen an der Seite. Das ist schon ein gröberer Reifen. Ja, Hans Dampf würde ich sagen, in dem Bereich. So, ja. Lucien, grüß dich herzlich, du bist der Tobi. Wir haben heute den 28. September. Die E-Bike-Saison beschert euch in Kürze nochmal einige 100 Fahrräder, die kommen. Jetzt können wir ja sagen, jetzt kommen sie alle im Herbst, aber die Zeichen stehen im Moment nicht so, dass nächstes Jahr es die große Schwemme an Fahrrädern gibt, sondern wer also seinen Wunschfahrrad gefunden hat, sollte vielleicht nicht bis März warten. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir nicht damit rechnen, dass die große Schwemme im Frühjahr jetzt beginnt. Das ist jetzt momentan so, dass schnell noch das ausgeliefert wird, was bestellt wurde. Da sind natürlich auch die Wartelisten schon relativ lang. Aber momentan ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, wo man noch so ein paar Modelle in seiner Größe zur Auswahl hat. Die Größe ist entscheidend. Also viele kaufen die falsche Größe. Das passt denn irgendwie? So richtig glücklich sind die Leute nicht. Auf was ist denn da zu achten bei der Größe? Ja, es gibt die Überstiegshöhe, die halt einmal für die Sicherheit ganz relevant ist. Und ansonsten hast du halt Stack und Reach, also quasi die Sitzrohrhöhe oder die Sitzhöhe generell. Zeigen das mal, da ist ja zufälligerweise ein Model dabei, hier Stack, Lucien. Ne? Stack ist was? Hier das, ne? Ja. Das ist der Reach. Das ist der Reach. Also wenn du das mal gerade dich mal draufsetzt, dann kann man das mal am besten zeigen. Ist das jetzt ein Rahmen für ihn? Das ist ein Rahmen, den könnt ihr auf jeden Fall fahren. Wir sind jetzt hier im M-Bereich bei 48, oder? Was ja. Lachst denn so? 48 ist ein L-Rahmen, ja. Ein L-Rahmen, siehst du mal, wir wollen ja den Lucien, der ist ja fast 1,80 Meter, wollen wir nicht kleiner machen, als er ist. Also, du fährst gerne Fahrrad eigentlich? Ja, sehr gerne, war jetzt auch den Urlaub die ganze Zeit am Fahrrad fahren, ja. Also man muss immer wissen, wenn man in dem Beträge 1,75, 1,80 ist, kann man M, ja gut, wenn man ein bisschen größer wie 1,75 ist, auch in L fahren. Und da ist es abhängig davon, fahre ich eher aggressiv in den Trail rein oder fahre ich eher auf Strecke. Und wenn ich auf Strecke fahre, kann ich auch mal einen Rahmen größer fahren. Und wenn ich eher ein bisschen abfahrtsorientierter bin, einen Rahmen kleiner. Man sollte ja, mit dem Ballen sollte man ja sich abdrücken. Und das ist ja was ganz Wichtiges. Viele haben zum Beispiel die Sattelhöhe grundlegend falsch eingestellt, weil sie den Motor nutzen. Das ist so, als würdest du gebückt gehen, oder? Ja, also das sieht man tatsächlich gerade so in größeren Städten, auch bei uns häufig, dass die Leute mehr oder weniger den Sattel ganz eingefahren haben und dann vermeintlich bequem drauf sitzen. Aber wenn du da mal 10 Kilometer fährst, dann wirst du sofort Rückenschmerzen haben und Knieprobleme kriegen. Das ist nicht gut für die Gelenke, muss man sagen, denn der Körper tritt ja trotzdem rein, wie es da ist. Also hier ganz klare Beratungssache, muss man, glaube ich, draufsetzen. Dann wichtig ist, wie sicher ist so ein Fahrrad für einen? Also es gibt ja Leute, die gerne sicher im Straßenverkehr unterwegs sein wollen, weil viele Mädels kaufen sich ja auch bewusst natürlich Mountainbikes. Da gibt es ja keine Damenversion, die sind eigentlich immer gleich, oder für Mädels und Jungs. Da gibt es auch Hersteller, die unterscheiden da so ein bisschen. Aber grundsätzlich kannst du eigentlich die Teile als Unisex bezeichnen. Ja, das bedeutet also auch hier mal aufsteigen, absteigen und so weiter. Was ist denn jetzt der Trick zur Sattelhöhe, Lucien? Wie stellst du dir den ein, damit du gut treten kannst? Das kommt immer auf den Kunden halt an. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich will halt immer, dass es so ein, wie du halt eben schon richtig gesagt hast, mit dem Ballen, dann die Kurbel so komplett runter, ne? Und dann, dass das Knie, jetzt das wäre zu niedrig, dass das Knie so leicht angewinkelt ist. Es soll nicht komplett durchgedrückt sein, wenn ich mit dem Ballen auf dem Pedal bin. Darf aber auch nicht zu weit, dass ich jetzt so oder so sitze. Das wäre jetzt auch. Und dann gibt es halt irgendwann Knieschmerzen. Was auch Knieschmerzen verursachen kann, wenn ich mit so Schuhen wie hier den, so Turnschuhen, Laufschuhe oder halt so Freizeitschuhe fahre, weil es verbiegt sich ja halt die Sohle beim Fahren, ne? Weil das Pedal da drauf drückt. Und wenn ich dann hier so eine Fehlhaltung habe im Knie, tut es schnell weh im Knie. Und da sollte man auch Fahrradschuhe benutzen, die eine feste, starre Sohle haben. Ne? Das okay. Auch im Mountainbike-Bereich? Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch nicht unbedingt mit Klicks fahren. Es ist halt wichtig, dass ich halt eine feste Sohle habe, habe ich auch eine bessere Kraftübertragung und kriege dann auch mehr Power auf die Straße. Ne? Man muss nicht alles aus dem Akku rausziehen vom
Ja, Rayman, also die Amerikaner gucken immer ganz neidisch auf unsere ganze E-Bike-Vielfalt. Die ist, glaube ich, weltweit in Deutschland einmalig. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Markt auf der ganzen Welt, der so viele Anbieter hervorgebracht hat. Und Rayman ist tatsächlich eine Firma, die aus Deutschland kommt. Genau, bei Schweinfurt sitzen die. Dort werden die Räder auch assembliert. Und ist halt eine Marke, also sie nennen sich German Performance Bikes, das ist so ein bisschen der Wahlspruch. Und es trifft eigentlich auch ganz gut zu. Du hast solide verarbeitete Räder mit wertigen Markenkomponenten und kannst eigentlich davon ausgehen, dass du immer ein gutes und auch preiswertes Komplettpaket bekommst. Ja, ganz wichtig, unter 5.000 Euro. Wie liegen wir hier vom Preis? 4.699 Euro. Und das ist mit dem Komponenten, die wir haben, schon eine gute Sache. Wo ist der Zettel, der Preisschild? Das Preisschild? Ein ganz neues Rad, was wir gerade frisch aufgebaut haben. Ich weiß gar nicht, ob das schon... Nee, ich hätte es sonst abgefilmt, aber das heißt, ich kann es ja mal einblenden, es Trail heißt Trailray E80. Also da kann man es lesen von oben nach unten. Und der Preis gerade nochmal? 4.699 Euro. Okay, also da kriege ich ein ordentliches Rad mit tollen Komponenten, RockShox, großer Akku. Groß heißt was? 750? 630. 630 Wattstunden. Hab einen wirklich tollen Motor. Also das ist das der stärkste eigentlich bei Yamaha? Im Prinzip schon. Es gibt jetzt noch ein Nachfolgemodell, da kommen nochmal 5 Newtonmeter drauf. Der 3, oder? Aber, ja, aber da bist du halt wirklich schon im, ja, wirklich sportlichen Bereich. Das sind auch eher die hochpreisigeren Modelle, die den kriegen. Und der ist halt momentan auch mit der Lieferschwierigkeit. Also der sollte eigentlich dieses Jahr kommen. Wird. Ich habe ihn einmal gefilmt letztes Jahr oder zweimal, habe ich ihn gesehen. Ganz seltenen Top-Modellen. Ne? Ja. Aber es ist halt. Was so, sind 5 Newtonmeter, unterscheiden uns? Also genau, es ist nicht mehr. Ich bin den auch gefahren in Frankfurt auf der Eurobike. Ich habe kaum einen Unterschied gemerkt. Es ist halt. Ja. Ich glaube, er ist ein bisschen leichter geworden. Also genau, das ist der Punkt. Er ist kleiner und leichter. Das ist es ja. Aber auch wieder ein paar Gramm. Also, hier stehen wir. Wenn ihr sowas haben möchtet, ihr habt von Rayman noch viel preiswertere Fahrräder da, wenn man auf Hardtails geht. Genau, also da haben wir Trekkingräder für 2,5 knapp oder halt Hardtails mit einem guten Motor, mit einem 500er Akku für 2,9, 2,8. Das geht also. Man muss nicht immer das ganz Günstige sehen. Ich habe gesehen jetzt, es gibt Mountainbikes jetzt bei einem ganz großen blauen Anbieter. Der hat jetzt mit Mittelmotor und alles rausgebracht. Ich glaube, der lag dann auch bei 2,5, 2,8. Also die können alle, egal wie günstig sie sind, sobald Komponenten, Markenkomponenten im Einsatz sind, das fängt an mit den Laufrädern, bei der Schaltung, bei allem, dann steht irgendwann mal ein Preis X davor, oder? Ja klar, es ist letzten Endes ist der Preis eine Summe der Teile. Und da bezahlst du nicht immer nur eine Marke mit, sondern da geht es auch wirklich darum, wenn du halt eben eine Shimano-Schaltung verbaust, die kostet so viel, wie sie kostet, egal ob du jetzt Rayman heißt oder ein anderer Hersteller bist. So, also tolle Ausstattung, eine höhenverstellbare Sattelstütze mit drin, ein toller Motor, Laufradgröße 27,5? Das da ist eine Mallet-Bereifung, hinten 27,5 und vorne müsste das 29 sein, wenn ich nicht falsch bin, ja. Fährt sich dann vorne ein bisschen stabiler, oder? Rollt besser über Hindernisse drüber und ist hinten ein bisschen wendiger, weil das Heck ein bisschen ja, komprimierter dann quasi ist durch das nicht so riesige Rad. Konrad, powered by Greenbikes, das Ganze in der Glockenstraße Nummer 4 in Kaiserslautern. Die Öffnungszeiten montags bis freitags? 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr. Ja, und wenn ihr ein Fahrrad hier gesehen habt oder im Hintergrund, man arbeitet fieberhaft an einer Shop-Lösung bzw. einer Online-Lösung, dass man sehen kann, was alles da ist. Da denke ich mir, wird es in den nächsten Monaten auch was geben. Das ist gar nicht so trivial. Aber ruhig mal anrufen, was habt ihr da? Habt ihr die Marken, die ihr alle habt, die stehen bei euch auf der Webseite? Oder? Ja, also wir arbeiten auch viel mit Social Media und sind dann auf allen Kanälen drauf. Wir haben unsere Homepage, wo regelmäßig gepflegt wird, wo ein Fahrradkatalog drauf ist. Wir sind auch auf Plattformen halt zu sehen, wo man kann bei uns anrufen oder eine Mail schreiben, das ist am zielorientiertesten. Da sieht man direkt, was wir dann entweder haben oder kriegt es dann halt gesagt von unserem. Genau, einfach googeln. Konrad, Kaiserslautern, Bikes würde ich noch dabei machen, also Konrad mit C. Vielen Dank fürs Einschalten heute, 28. September, Rayman. Oder direkt auf unsere Internetseite www.konrad mit C-fahrradladen.de. Tschüss. Ciao.